Jens, was stellst du gerade fest? Ich kann meine Brust nicht bewegen. Ui, ich hab wirklich wie so ein Bodybuilder, ich kann's. Guck mal, die Brustmuskeln bewegen sich. Geil. Oh, geil! Oder? Ey, das wollte ich immer, ich wollte immer wissen, wie das ist. Ja? Guck mal. Geil. Ist alles weg. Und jetzt mal ein bisschen sehen, hier stecken. So. Ey, guck mal hier oben, die Muskeln. Hier. Diese Stränge hier. Oh, krass. Das sieht richtig gut aus. Boah. Ey, das gibt's gar nicht. Oh, komm, stopp. Weißt du, was du hier von der Seite sehen wirst? Hä? Warte, stell dich mal gerade hin. Zieh den Bauch ein bisschen ein. Man erkennt hier die Muskelansätze. Welche Muskelansätze? Sixpack. Leute am Trainieren, aber Josh Master. Ey, Junge. Hast du Essen dabei? Power. Isabel, der hat Essen dabei. Ach, du filmst auch? Ja. Hier, ich habe Eibrötchen. Oh. Das ist Freilandhaltung. Ganz frisch, Knossi mit dem Schinken. Super. Oh, verträgst schön. Super. Oh, das ist richtig schön. Und das gibt Power. Isabel, für dich habe ich was mit Gemüse und Käse. Oh. Ja, damit hier jeder. Käse. Hier. Josh. Käse, Gurke, Paprika. Junge, ihr müsst tanzen. Es muss abgehen. Diesen Freitag geht's ab. Ey, hier ist noch ein Eibrötchen. Ich hab dazu nichts beigetragen. Doch, Knossi, was sagst du? Geil. Ey, ist krass, oder? Glück oder Glück? Ja, geil. Ja, Leute, muss. Yoshi! Ein Team, Leute. Ja, danke. Ein Team. Yoshi, der Brötchen. Ein Team forever. So, komm, tanz. So, Leute, bin noch da. Wetter wird schlecht. Kamera-Equipment, da sind sie. Und jetzt geht's direkt nach Köln, ob ihr es glaubt oder nicht. Jetzt, ich muss um 18 Uhr im Studio sein. Da freue ich mich aber auf Frauke Ludewig wieder. Ich finde die super. Wirklich, die alle. Wie die moderiert, die Frauke Ludewig. Ganz einfach. Ich liebe die Frau. Frauke, das ist es. Endlich wird ein Traum wahr. Frau sitzt auf Lambi-Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Motzi, ich bin Motzi. Ach, es ist so herrlich. Gell, Schatz? Es ist wirklich cool. Also, tolle Aussicht hier, muss man schon sagen. Aber es ist wirklich cool, gell? Es ist auch wirklich auch nicht anstrengend. Hier können die Show gucken. Das ist wirklich, also wirklich, easy Job, muss man mal an die Jury sagen. Brauche Mensch, easy Job. Aber unangenehm, wenn die ganze Zeit so das Licht auf dich leuchtet. Wunderbar. Also jetzt geht's ja noch, aber dann. Also das ist ja nicht, kann ich das, Aaron Troschka hat uns, das hat uns heute empfohlen, ein Sushi, Gaumenglut aus Köln. Sag mal, das kommt ja wie wenn du gerade was von Louis Vuitton gekauft hast. Was ist denn das? Was ist denn? What the heck? Boah, sieht krass aus. Aaron Troschke, vielen Dank. Gaumenglut, ich teste jetzt, ich berichte gleich. Und vielen Dank auch an den Fahrer von Aaron. Alter, der Kameramann. Ja! Boah, war das lecker. Und jetzt dürft ihr mir drei Fragen stellen und ich gebe drei Antworten. Let's go. Hey, es fühlt sich ganz schlimm an. Es fühlt sich an wie jede Woche Abschlussprüfung. Jede Woche ganz schlimm. Und man fühlt sich immer unvorbereitet. Es ist ganz schlimm. Es ist für mich echt vom Aufregungslevel das Krasseste. Bin immer aufgeregt, aber das Let's Dance hier, jeden Freitag, immer wenn es rum ist. Pff, gell, Schatz? Ich bin auch nicht ansprechbar. Ne? Sag's den Leuten. Ich bin nicht ansprechbar. Ist er nicht. Mit ihm kann ich nichts anfangen. Nix, kann man nichts mehr. Ich rede nichts mehr. Ich höre nicht mehr zu. Ich guck starr. Ja, lasst mich in Ruhe, Freitag. Das ist bei uns ein bisschen anders. Ich warte auf Antrag von ihr. Ich sag dir ehrlich, das Seven vs. Wild war eine der besten Erfahrungen in meinem ganzen Leben. Diese Ruhe, die ich hatte, dieses einmal, das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie, so aus dem Stress rauszukommen, in eine Extremsituation rein. Aber die war für mich so, so toll. Und ich denke heutzutage, ich habe jeden Tag so einen kurzen Moment, wo ich an die Zeit auf der Insel denke, der ich alleine bin, mein Handy mich nicht nervt. Ihr wisst, was ich meine. Keiner meldet sich und man ist so für sich. Ja, manchmal denke ich da drüber nach und denke, ich könnte sowas irgendwie nochmal gebrauchen. Aber das muss wirklich so Hardcut sein, genauso wie bei Seven vs. Wild war. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Das war das beste Ding in meinem Leben, was mir gut getan hat. Gell, Schatz, wie war es für dich? Gut. Mensch, wie ich da immer liege. Für dich war es gut, dass ich auf der Insel war. Gut, ja. War doch super. Siehst du, Win-Win-Situation. Sie hat ihre Ruhe. Das war schlimm, das war ganz schlimm. Das ist... Alter. Oh, unser lieber Jens verteilt noch ein paar Liebesbriefe hier.
Oh Mensch. Alter, guck mal hier, da siehst du mal, wie dick ich wirklich am Anfang war, ne? Das ist schon gut abgenommen jetzt, ne? Guck dir das Bild an. Ja, ist krass, aber ist geil. Halt, stopp, festgenommen wegen sexy. Sassi, wink mal! Hoi! Du siehst geil aus, alle. Ihr seht geil aus. So Leute, so ist es dann hier. Wir sind hinterm Juwel. Wir proben jetzt unseren Walk-In. Walk-In für morgen. Alter, es sind so viele Proben heute. Es ist echt geisteskrank. Ja, guck mal, da seht ihr die anderen. Julia, Chrisanti. Gucken sich das Opening an. Hallo. So ist es hier. Haben wir hier drüben noch. Anna. Ja, ich zeig euch nichts. Anna und Valentin, du siehst. So ist hier. Und dann, ich zeig euch mal, wie das aussieht. Und da gehen wir dann rein. Oh, Scheiße, jetzt werden wir das machen. Und hier gehen wir dann hoch. Und da öffnet sich das Juwel und dann gehen wir raus. So ist das hier Backstage. Danke Ihnen. Leute, heute war es richtig anstrengend. Heute war es richtig krass. Wir werden morgen bei Let's Dance nicht nur unseren normalen Tanz tanzen, sondern noch einen Jury-Tanz. Seid heute Morgen in Proben gewesen, in Trainings. Heute geh auf den Zahnfleisch. Gell, Schatz? Leute, letzte Fahrt zum Studio mit allen Boys. Also es kann natürlich sein, dass alle Boys auch weiterkommen. Hallo. Aber ey, es ist so, es ist wirklich eine emotionale Fahrt, gell? Es ist wirklich eine emotionale Fahrt. Das könnt ihr sehen, die letzte in dieser Runde sein. So. Boah, alle fliegen heute zwei raus und wir sind alle ein bisschen nervös. Da ist Philipp. Hier, Simon. Was? Show 7. Wahnsinn. So, ich bin Backstage hinterm Juwel bei der Generalprobe. Und ich habe ein ganz besonderes Geschenk gekriegt, weil ich immer so aufgeregt bin. Miriam! Da kam auf einmal ein Scheißhaufen vor die Füße gefahren. Guck dir das an, oh Baby. Was soll mir das, für was soll mir das Glück bringen? Damit du den nicht in die Hose machst. Nicht in die Hose machst, guck dir das an. Und der furzt auch. Oh, schön.